Hier in Kalifornien werden Kopfgeldjäger ausgebildet. Kein Scherz. Die Jagd auf Verbrecher gibt es auch heute noch, genau wie damals im Wilden Westen. Aber statt mit Pferden geht man heute mit dem Jeep und vor allem mit neuester Technik auf die Jagd. Wir haben einen Neuling begleitet, der Kopfgeldjäger werden will. Wir sind in Santa Rosa, Kalifornien. Hier lernen angehende Kopfgeldjäger ihr Handwerk. Kopfgeldjäger, auch Bounty Hunter genannt, jagen Verdächtige, die nicht zu ihrem Gerichtstermin erscheinen. Zimperlich sind sie dabei nicht gerade. Wir dürfen das ganze Marihuana beschlagnahmen, um die Kaution zu bezahlen. Er hat einen Bürgschaftsvertrag unterschrieben. Die Kopfgeldjäger haben nur ein Ziel: die Geldprämie. Wie die Jäger an die kommen, erfahren sie an der Kopfgeldjägerschule. Heute ist der erste Ausbildungstag für Brandon. Brandon ist 21, arbeitet als Anwaltsgehilfe und hat keine Lust mehr auf seinen Bürojob. Hier lernt Brandon alles, was ein Bounty Hunter wissen muss. Von Kampftechniken über Profiling bis zur Rechtslehre. Kopfgeldjäger-Ausbilder Dan Osborne ist seit 8 Jahren im Geschäft. Was sind seine 3 wichtigsten Regeln? Nummer 1 ist dein Verstand. Denn jeder Job, jeder Ort ist anders, okay? Nummer 2, wir müssen uns in dem Milieu auskennen, in dem wir arbeiten. Nummer 3, wir müssen die gesuchte Person so gut wie möglich kennen. Die Schüler Brandon und Kyle müssen nur ein 60-stündiges Training absolvieren, um als Kopfgeldjäger arbeiten zu dürfen. Die Lizenz zu bekommen ist einfach, im Berufsalltag zu bestehen umso schwerer. Was würdest du tun, wenn ein Flüchtiger eine Waffe auf dich richtet? Dan und sein Kollege Will zeigen, was zu tun ist, wenn man aus nächster Nähe mit einer Waffe bedroht wird. Bitte nicht die Waffe ziehen. Bitte nicht. Bam. Okay? Super schnell. Jetzt langsam. Wende die Waffe von dir ab. Schlage gegen das Handgelenk. Das Handgelenk ist einer der schwächsten Knochen des Körpers. Ich schütze mich, dann schlage ich zu. Brandon, möchtest du das mal versuchen? Schlag aufs Handgelenk. Schlag drauf. Schlag drauf. Schlag drauf. Ja, siehst du? Die Jagd nach flüchtigen Kriminellen ist sehr gefährlich. Die Schüler müssen auf jede Situation bestens vorbereitet werden. Warum willst du Kopfgeldjäger werden? Ich will den Menschen helfen. Den Familien, den Angeklagten, allen. Nein, es geht nicht nur um das Helfen. Manchmal nimmst du es persönlich. Manchmal fühlt es sich einfach gut an, weil du gerade den Verbrecher von der Straße geholt hast. Du willst den Typen fassen, denn du weißt, dass du das Richtige tust. Und natürlich kann man als Kopfgeldjäger auch gutes Geld machen. Je gefährlicher der Angeklagte, desto höher die Prämie. 4.000 bis 5.000 Euro pro Monat können schon mal drin sein. Bevor Brandon aber seinen ersten Einsatz erleben darf, trifft sich Dan mit seinen Kollegen. Bounty Hunter Steve braucht Unterstützung bei einigen hartnäckigen Fällen. Für das Herausfinden von Adressen hat jeder seine eigenen Methoden entwickelt. Manchmal wenden wir Tricks an. Ich stelle mich zum Beispiel als alten Schulfreund vor und sage, hey, ich versuche Tommy zu erreichen. Ich bin gerade in der Stadt. Wo ist er denn? Gefälschtes Facebook. Oder Fake-Paketbote. Diese Täuschungen sind vollkommen legal. Hi Lucille, hier ist Bradley. Ist Kevin zu sprechen? Er wohnt nicht mehr da. Seit 1,5 Jahren. Er hat mir ihre Nummer gegeben. Ich bin gerade aus dem Knast gekommen und schulde ihm noch Geld. Tanya? Sie lebt auch dort? Okay, das ist super. Heute auf der Liste 2 gefährliche und gewaltbereite Angeklagte. Steve sucht sie schon seit Monaten. Gemeinsam ist ein Einsatz effektiver und sicherer. Das ist der gefährliche Flüchtige, der wegen Waffenbesitz angeklagt ist. Ein Gangmitglied? Ja.
Alle Gesuchten haben eines gemeinsam. Sie sind nicht vor Gericht erschienen. In den USA muss ein Angeklagter noch vor seinem Gerichtstermin ins Gefängnis. Zahlt er eine Kaution, kann er in Freiheit auf die Verhandlung warten. Die Kaution wird nach dem Gerichtsverfahren zurückerstattet. Die meisten Kriminellen können das Geld nicht selbst aufbringen. Hier kommt der Kautionsagent ins Spiel. Er stellt gegen eine Gebühr von ca. 15% der Summe die Kaution vor Gericht. Taucht der Angeklagte vor seinem Gerichtstermin unter, heuert der Kautionsagent einen Kopfgeldjäger an, um an sein Geld zu kommen. Dieser jagt nach dem flüchtigen Angeklagten. Als Belohnung erhält er 10% der Kaution. Das Kopfgeld beträgt heute 20.000 Euro. Immer mit dabei der Haftbefehl und ein Foto des Angeklagten. In Sachen Sicherheit gibt es große Unterschiede. Wir beobachten, der eine ist mit kugelsicherer Weste ausgestattet, andere sind überhaupt nicht geschützt. Heute ist Brandons Feuerprobe. Sein erster Tag als Kopfgeldjäger-Praktikant. Das ist ein gefährlicher Typ. Wir wollen ihn aus dem Verkehr ziehen. Er ist angeklagt wegen Waffenbesitz und Widerstand gegen die Polizei. Er ist ein bekanntes Gangmitglied und trägt auch ein Gang-Tattoo. Ein harter Fall für Brandons ersten Einsatz. Wir fahren gleich zum Haus. Bereit? Bist du nervös oder freust du dich? Aufgeregt. Die Kollegen sind per Funk in Kontakt. Steve lässt Brandon die Hausnummer suchen. Er erregt weniger Aufsehen als die Profis. Stell dich direkt vor das Haus, damit wir es sehen können. Es ist gleich rechts oben. Jemand beobachtet uns da oben. Warte auf uns! Ein unauffälliges Familienhaus. Hier soll sich in einem Zimmer ein schwer bewaffneter Verdächtiger verstecken. Wie geht's? Nein, nein, was machen Sie da? Warum schlagen Sie die Tür vor mir zu? Ich kenne Sie nicht. Raoul. Wo ist Daniel? Sie können nicht rein, ohne Haftbefehl. Wir haben einen. Der Name steht drauf. Hier gibt es keinen Daniel. Brandon hält sich im Hintergrund. Er muss sich wohl noch an den Umgangston der Profis gewöhnen. Haben Sie einen Personalausweis? Die anderen Bewohner schweigen. Hier scheint etwas faul zu sein. Hey! Jemand wollte aus dem Fenster klettern. Will fragte ihn, was los sei, dann ist er wieder rein. Niemand wollte rausklettern. Sie können hier nicht einfach auftauchen und uns belästigen, wegen jemandem, der gar nicht da ist. Bounty Hunter dürfen in das Haus eines Gesuchten einbrechen, jedoch nicht in das Haus von Freunden oder Verwandten. Devin und Brandon finden heraus, niemand ist hier offiziell gemeldet. Steve will die Leute nicht verärgern, sondern auf seine Seite ziehen. Es scheint mehr Probleme zu geben als ein einzelnes Gangmitglied. Wir haben das Recht. Es steht in den Unterlagen. Wir verletzen keine Rechte, wenn wir die Wohnung durchsuchen. Wenn das meine Wohnung wäre und ich nichts zu verstecken hätte, würde ich sie reinlassen. Wenn ich mich so wehre, habe ich bestimmt etwas zu verbergen. Sie vermuten, nicht alle hier haben eine Aufenthaltsgenehmigung. Aber Steve hat kein Interesse daran, sie auffliegen zu lassen. Ich will das in Ruhe klären. Ich will dich nicht dabei haben. Die mögen dich nicht. Die meisten mögen dich nicht. Steve will die Situation friedlich lösen. Dan soll keine Gewalt provozieren. Erst suchen Sie nur einen Angeklagten und am Ende nehmen Sie uns alle fest. Wir haben gar kein Recht, einen anderen Menschen außer den Angeklagten festzunehmen. Mir ist total egal, was ihr treibt. Ihr seid cool. Kopfgeldjäger sind nicht verpflichtet, der Polizei andere Verbrechen zu melden. Ich kann Ihnen meine Nummer aufschreiben. Steve hinterlässt der Anwohnerin seine Nummer. Brandon lernt, gute Beziehungen zu den Kontakten des Gesuchten bringen ihn leichter ans Ziel als Gewalt. Hast du gesehen, wie das Mädchen ganz leise nach meiner Nummer gefragt hat? Wenn sie alleine ist, wird sie ganz sicher anrufen und uns sagen, wo der Typ steckt. Wie oft passiert so etwas? Das passiert ziemlich oft. Die Kopfgeldjäger konnten den Angeklagten nicht finden.
Doch Steves Erfahrung zeigt, mit Ausdauer und kleinen Schritten werden 80% aller Fälle geklärt und der Polizei ausgeliefert. Heute steht noch ein weiterer Einsatz an. Ohne die Dokumente machen wir uns beim Einsatz strafbar. Hier, der Gesuchte ist 19, lateinamerikanischer Herkunft, 1,80 groß, 70 Kilo, keine Narben oder Tattoos. Der Mann ist wegen Drogenhandel angeklagt. Die Adresse auf den Unterlagen führt uns in einen Trailerpark. Auf den ersten Blick ist der Trailer unbewohnt. Doch dann. Hey, wie geht's? Wohnen Sie hier? Wie heißen Sie? Wir suchen Guillermo. Er wohnt nicht hier? Wissen Sie nicht, wer das ist? Steves Überrumpelungstaktik funktioniert nicht. Er versteht kein Spanisch. Der ältere Herr glaubt, Steve will seine Marihuana-Plantage sehen. Seine Lizenz erlaubt ihm den legalen Anbau in Kalifornien. Wir brauchen jemanden, der Spanisch spricht. Wo ist er? Komm her. Das ist Diego. Kennst du ihn? Ja, er ist mein Nachbar. Er ist ein guter Gärtner. Frag ihn, wo sein Sohn Guillermo ist. Er sagt, er hat keinen Sohn namens Guillermo. Da steht Diegos Name, das ist er. Sag ihm, er hat für Guillermos Kaution gebürgt. Wir haben jetzt das Recht, das ganze Mariano zu beschlagnahmen, um die Kaution zu bezahlen. Er hat einen Bürgschaftsvertrag unterschrieben. Diego will seine Pflanzen nicht hergeben. Daher stimmt er freiwillig eine Hausdurchsuchung zu. Die Bounty Hunter hoffen, hier eine Spur des gesuchten Guillermo zu finden. Brandon scheint sich zunehmend unwohl zu fühlen und verlässt das Haus. Dan durchsucht weiter jeden Winkel des Trailers. Er sagt, er hat nichts unterschrieben. Es war wahrscheinlich sein Sohn Diego Jr. Steve versucht, Diego Junior zu erreichen. Vergeblich. Die Kollegen stecken wieder in einer Sackgasse. Der Druck ist groß. Nur wenn sie den Flüchtigen finden, werden sie bezahlt. Brandon will nicht mehr gefilmt werden. Als die Kamera aus ist, erzählt er uns, dass er mit einem solchen Umgang mit einem Unschuldigen nicht gerechnet hat. Jetzt sind auch noch die Nachbarn auf den Einsatz aufmerksam geworden. Ich bin der Besitzer eines Trailerparks. Ich habe hier zwei Autos voller bewaffneter Kopfgeldjäger, die die Anwohner hier belästigen. Sie haben uns belogen und gesagt, sie seien Spezialagenten. Haben wir nie gesagt. Das ist nicht wahr. Es entwickelt sich zu einem Aufstand. Sie verängstigen die Menschen mit Waffen. Was? Die Anschuldigungen sind falsch. Und die Polizei ist auf der Seite der Kopfgeldjäger. Trotzdem ist es Zeit zu gehen. Es läuft nicht immer wie geplant. Wir müssen heute und morgen noch mehr recherchieren. Und hoffentlich können wir dann morgen die Flüchtigen fassen. Ich bin enttäuscht, dass wir niemanden fassen konnten. Aber ich weiß, wir schaffen das. Wir kriegen jeden. Schon früh am nächsten Morgen arbeiten die Kopfgeldjäger wieder im Büro. Normale Arbeitszeiten gibt es hier nicht. 80-Stunden-Wochen sind normal. Nicht nur Einsätze, sondern auch Aktenwälzen nimmt viel Zeit in Anspruch. Steve versucht, neue Adressen herauszufinden. Alle grünen Akten sind offene Fälle, insgesamt 40 Stück. Erinnerst du dich, wie die Dame mich nach meiner Nummer gefragt hat? Sie hatte Angst. Alle Leute gestern waren offensichtlich Gangmitglieder. Sie hat mich heute Morgen angerufen und gesagt, dass sie unseren Angeklagten kennt. Ich habe gleich gespürt, dass sie uns etwas zu sagen hat. Der Gesuchte ist ihr Ex-Freund. Sie weiß nicht, wo er gerade ist, aber er kann nicht weit sein. Sie will uns helfen, ihn zu finden. Die Liste der Gesuchten ist endlos und die Bounty Hunter gehen wieder auf Jagd. Dieses Mal ohne Brandon. Er will auch weiter für Gerechtigkeit sorgen, aber lieber vom Schreibtisch aus.